Handel. Ja, von so viel Spielzeugvielfalt, da können andere Kinder nur träumen. Wer in den kenianischen Slums aufwächst zum Beispiel, der hat oft nicht mal sauberes Trinkwasser. Es fehlt dort am nötigsten auch in den Schulen. Und genau dort setzt die Experimento-Workshops an. Weltweit bringen sie Kindern bei, mit spielerischen Experimenten die Naturwissenschaften zu entdecken. Und im Falle Kenia, da haben die Versuche sogar einen sehr praktischen Hintergrund. Sie sollen einfache Wasserfilter bauen, sollen Salzwasser durch Destillation in Trinkwasser verwandeln. Kenianische Schüler experimentieren im Physikunterricht. Für sie eine ganz neue Erfahrung. Und Dieter Arnold zeigt ihnen, wie es geht. Er ist ein sogenannter Senior Advisor. Wir würden also in Deutschland sagen, ein erfahrener Lehrer, der aus dem Schuldienst ausgeschieden ist und trotzdem seine Erfahrung weitergibt. Er war einst Lehrer in Kassel und an einer deutschen Auslandsschule in Südafrika. Dort sah er, welch riesige Probleme viele Schulen auf dem Kontinent haben. Die Klassen sind oft überfüllt mit 50, 60 Schülern. Vor allem für naturwissenschaftliche Fächer fehlt das Lehrmaterial, denn die Schulen haben schlicht kein Geld. Mithilfe der Siemens-Stiftung entwickelte Dieter Arnold diese Experimentierreihen für Lehrer und Schüler. Wichtig war, dass die Materialien billig und auch in Kenia einfach zu beschaffen sind. Wir haben jetzt einfach jetzt hier eine Bodendose genommen und auch eine LED unten drunter gemacht. Und hier werden dann die Kabel noch dran gelötet und das Batteriepack reingegeben. Und damit hat man also jetzt auch eine hiesige Version aus Materialien, die man sonst wegwerfen würde, um daraus eben dauerhaft Licht zu machen in einem Haus oder einer Hütte. Zuerst werden die Lehrer geschult, denn auch sie kennen oft nur die Theorie und nicht die Praxis. Doch am besten lernt und lehrt, wer selbst probiert hat, wie es funktioniert. Wir finden die Versuche selbst toll. Und wenn die Kinder sehen, dass auch wir Lehrer Spaß haben, haben auch sie Spaß daran. Kelvin hat im Unterricht gelernt, wie man eine solche LED-Leuchte bastelt. Sie wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben. Die Solaraufladestation gehört zur Schulausrüstung. Und manchmal dürfen die jungen Elektrotechniker ihr Werk auch mit nach Hause nehmen. Die Lampe hilft mir, damit ich zu Hause meine Hausaufgaben machen kann. Die Lampe gibt wirklich sehr viel Licht. Denn die Idee der Helfer aus Deutschland war es, dass die Experimente praktischen Nutzen haben, wie Wasserfilter oder halt Leselampen. Bei Kelvin zu Hause gibt es keinen Strom. Die alten Kerosinlampen machten sie krank. Heute hat Kelvin sauberes Licht und keine Ausrede mehr für nicht gemachte Hausaufgaben.